ich bin so gerade wegen diesem Frappé. Das liegt bestimmt an der Aufregung, Schatz. Ich hab so, ja, genau. Kaum! Guten Morgen! What the fuck? Oh. Oh. Normalerweise fährt Alex nicht so schrecklich. Das war der Weg zu diesem Café, in welches wir uns jetzt wieder reinsetzen. Hallo, jetzt mal richtig von uns. Vorhin war es nämlich ziemlich laut und jetzt sitzen wir hier oben in dem Café, trinken mal wieder einen Frappé und laden den nächsten Vlog hoch. Machen ein bisschen E-Mails und solche Sachen. Genau. Der Wind ist heute sehr garstig. Wüst. So richtig böig, also ist dann so ein bisschen und dann wieder so warm, knallt's rein. Voll viel. Und kann euch gleich mal zeigen, wie viel Wind es ist. Sieht man nämlich auch hier, fliegt richtig der Dreck manchmal und die Büsche sind eigentlich auf dem Boden gedrückt und so. Völlig verrückt auf jeden Fall. Deswegen gehen wir jetzt noch nicht kalten, sondern machen erst so ein bisschen anderen Computerkram, trinken dabei Frappé. Der hier oben ist so lecker. Richtig lecker. So immer cremig. Wir nehmen immer mit Milch und Zucker. Medium. Und Medium Zucker, nur weil wenn du viel Zucker bestellst, dann kannst du es fast nicht trinken, weil das so unfassbar süß ist dann. Genau, was die letzten Tage passiert, da haben wir ja nicht gevloggt. Wir waren eigentlich nur kiten, spielen jeden Tag Boccia, wie ihr auch schon gesehen habt. Also eigentlich passiert sonst nicht viel anderes. Morgens machen wir immer so Computerkram. Aber die letzten Tage auch nicht so viel. Gehen wir dann, kiten. Genau. Are you ready? I'm ready! Ich bin so ein Koffeinweichei. Ich bin so gerade wegen diesem Frappé. Das liegt bestimmt an der Aufregung, Schatz. So, ja, genau. So eine Zitteritis in mir. Widerlich! Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall kiten. Der Wind ist ja noch ziemlich stark. Ich habe deswegen jetzt einen Fünferkite. Also der gehört Alex Eltern. Wir haben ja nicht mal einen Fünferkite. Wir haben nur 6. Und 5 ist nochmal um einiges weniger. Bin ich mal gespannt. Back from kiting. Wie war's, mein Schatz? Sehr gut. Es hat mega viel Spaß gemacht heute. Und wir haben auch gefilmt, wie ihr gesehen habt. Genau. Es war richtig, richtig cool. Ab sofort hoffe ich, dass es nur noch viel Wind hat, weil ich jetzt den 5er für mich entdeckt habe. In love mit dem 5 Quadratmeter Kite. In love. Der ist so cool. Vor allem ist der nicht so hektisch. Der 6er ist so hektisch. Weil wenn wir 5er oder 6er oder 9er sagen, dann sind es immer Quadratmeter. Richtig. Falls sich das jemand schon mal gefragt hat, was es überhaupt ist, wenn wir von 5 oder 9er reden. Also in Neuseeland hatten wir es schon mal erklärt, aber das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ich schätze mal, wir fahren jetzt deine Eltern zu einer weiteren Runde Boccia, wie wir vorhin schon mal gesagt haben. Ich glaube, wir sind fit, oder, heute? Und wir werden sie platt machen. Ja, also ich bin gerade so ein bisschen K.O., aber schaffen wir bestimmt. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Wir haben vergessen, noch ein Ende zu filmen nach unserer Boccia-Niederlage. Man möchte es ja kaum aussprechen, wir haben aber an dem Abend nicht gewonnen. Leider. Leider. Aber macht nichts, man kann nicht überall gewinnen. Genau, selbst die Profis verlieren mal. Das ist eingebildet. Heute ist gar kein Wind und gebt euch mal, wie flach das Wasser ist. Wir können auch nicht mehr schlafen, weil es mittlerweile so heiß in unserem Zelt ist. Und guck mal, wie feucht es hier innen drin ist. Ist alles ganz nass und tropft auf mich runter. Aber hier draußen ist es wunderschön. Und wir fahren jetzt zum Bäcker und kaufen ein bisschen Brot, oder? Wir müssen erstmal schauen, ob wir überhaupt beim Bäcker ankommen, weil wir haben gar keinen Sprit mehr. Racing Herbert hat keinen Sprit mehr. Der hat ungefähr noch einen Tropfen drin. Mal gucken, ob wir überhaupt noch hinrollen. Sonst müssen wir halt schieben. Zwei Orte. Das ist zwar nicht so weit, aber dauert schon eine Weile. Naja, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Und dann gibt es lecker Frühstück.
Der Tank hat noch gereicht. Wir haben jetzt gerade getankt und sind zum Bäcker gefahren. Wir haben so Leckereien gekauft. Wir zeigen euch gleich mal, was wir gekauft haben. Wir haben so Vanillezeug. Oh. Das hatten wir neulich schon mal, ne? Aber da haben wir nichts dazu gesagt. Das ist der Bäcker, so sieht das hier aus. Da unten drin ist der. Da kann man auch Eis kaufen und so. Und da kann man... Ah, wir wollten eine Milch kaufen. Hätten wir ja da kaufen können. Wir können auch noch kurz zum Supermarkt fahren. Ja, dann machen wir das. Riesigen. Und so sehen diese Supermärkte aus. Richtig süß. Calimera. So, wir sind fertig mit Frühstücken und weil immer noch kein Wind, beziehungsweise weil der Wind heute einfach weg ist, machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen schnorcheln. Genau, wir fahren jetzt mit dem Roller da runter ans Ende von der Bucht und dann schnorcheln wir da los in Neos und so weiter. Und das letzte Mal, als ihr da wart, war das, oder? Mit den großen Muscheln? Ja, da haben wir so große Schnecken. Ihr habt uns ja gesagt, dass Muscheln nur zwei Teile sind, die so zusammengehören. Und eine Schnecke ist eine Schnecke mit nur einem Gehäuse quasi. Eine Schnecke ist eine Schnecke. Genau, und da haben die solche hochgetaucht, die natürlich leer waren. Also muss man natürlich aufpassen, dass da nicht noch ein Tierchen drin Manchmal sind Tintenfische drin, dann kann man sie leider nicht mitnehmen natürlich. Genau. Und aber wenn man leere findet, total schön, wenn ihr unsere Roomtour gesehen habt oder Wohnungstour gesehen habt. Im Schlafzimmer auf der Kommode mit dieser roten Lampe, da ist so ein Schneckending und das ist von hier. Und jetzt schauen wir mal, ob wir sowas auch finden und nehmen die GoPro mit. Also das mit dem Schnorcheln war semi-erfolgreich. Es war zwar cool, weil das Wasser total klar und blau war, aber man hat nichts gesehen. Also wir haben, glaube ich, so drei Seesterne gesehen und das war's. Wir haben nicht mal einen einzigen Fisch gesehen. Also ja. War eher nicht so ein großer Erfolg. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder raus aus dem Wasser, weil es kalt war. Alex' Eltern sind schnorcheln noch irgendwo rum. Und wir sind jetzt mal gerade so um die Ecke gefahren an dieser Bucht entlang. Gebt euch mal, wie das hier aussieht. Wie krass sieht dieses Wasser bitte aus? Das sieht so abnormal aus. Der Hafen ist auch richtig süß da drüben. Links so ein paar Fischerbötchen. Das Wasser ist so schön. Das will man irgendwie gerade so essen oder so, finde ich. Und es ist immer noch ein bisschen kalt vom Ding, aber ich würde trotzdem wieder am liebsten mich da irgendwie drin wühlen in diesem Wasser. Ja, ne? Aber das Wasser ist schon sehr kalt, also man darf sich nicht täuschen lassen. Das ist jetzt nicht so richtig brühwarm. Wir sind jetzt mal wieder so einen ganz verrückten Crossweg hier irgendwo hochgefahren und jetzt stehen wir hier auf so einem, weiß nicht was das ist, wie so eine ganz dünne Landzunge, die so vorgeht. So felsig. So felsig und ultra schroff. Schroff. Jedenfalls zeigen wir euch das jetzt mal. Hier ist Racing Herbert und das ist Marie. Und hier geht's los. So verrückt, wir haben einfach gerade so Seehunde gesehen, richtig krass und zu dem Zeitpunkt sind noch Freunde mit ihrem Stand-Up-Paddleboard hier vorbeigefahren. Sind mega erschrocken, ja. Weil plötzlich diese Seehunde so neben ihnen hochkamen. So. Und dann immer durch ihre Nase so geschnauft haben und so. Und zwei oder drei Stück, die hier so rum sind. Und riesig waren die, also es waren nicht so kleine, sondern echt so menschengroße Seehunde. Ich wusste überhaupt nicht, dass die in Griechenland sind. Nee, ich habe echt immer gedacht, das Wasser ist zu warm hier, weil die eigentlich schon lieber kälteres Wasser mögen. Das ist eigentlich schon und kühlt ja auch ziemlich ab. Aber es ist halt an Land mega warm, eigentlich. Naja, jetzt gehen wir wieder zurück, jetzt gehen wir zu Racing Herbert zurück. Gerade so Alex gesagt, er muss mir mal die Kamera geben, ich muss euch mal diese Hasenkacke zeigen. Also nicht, dass jetzt Hasenkacke interessant ist, aber seht ihr, wie viel das einfach ist? Alles, diese ganzen Bubbles. Und dann laufen wir weiter und das alles voll, alles voll. Alles voll. Wer kennt das Video? Auf einen Haufen, ey. Nein, aber die machen einfach überall hin, weil hier ist alles voll mit diesen Bubbles.
Überall. Ja, aber ja nicht hier müssen, überall. Das hier ist müssen, ja schon so eine Ansammlung. Ja, aber guck doch mal. Das ist ja, nein, das ist ja alles ganz platt getreten hier auch. Das muss ja, das müssen ja insane viele Hasen sein. Hier, schau es dir an. Und wo sind die, wo sind diese Hasen hier? Leben ja, die alle in den Felsen? Abends. Also nochmal zurück zur Kacke. Hier ist einfach alles vollgeschissen. Der ganze Hügel ist voller Hasenpöppel. Alles dann Hasen. Richtig krass. Und mal wieder gibt es einen VP bei uns. Diesmal haben wir ihn uns selber gemacht. Das für dich. Rosa? Ja. Danke. Ich hab die Bratkartoffeln gemacht. Jetzt gibt's Essen! Gebt euch mal bitte, wie riesig diese Würste sind. Ich finde, das sieht schon fast eigentlich ein bisschen unappetitlich aus. Ja, fass sie mit deiner Hand an. Aber hallo, wie gut sehen die Kartoffeln aus? Muss ein Profi-Wender gewesen sein. Dazu gibt es noch griechischen Salat und Tsakanaki, das ist so ein griechischer Käse, der wird gebraten, um Gottes Willen. Das Licht ist furchtbar. Ich hoffe, ihr seht es nachher nicht genauso, wie wir es gerade im Display sehen, aber auf jeden Fall ist es super leckerer Käse, da kann man jetzt noch ein bisschen Zitrone drüber träufeln und das ist die Vorspeise. Wir haben gegessen, es war sehr lecker, außer die Wurst, die war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man es so sagen kann. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch ein Lagerfeuer am Strand. Alex und sein Papa haben so eine Grube gegraben und Alex hat so trockene Tannenzweige geholt, weil hier ist in der Nähe so ein Pinienwald und da waren so abgeholzte Zweige, die so ganz vertrocknet waren. Und jetzt machen wir daraus irgendwie ein Lagerfeuer. Bald ist Vollmond, deswegen ist es recht hell hier unten. Eigentlich wollten wir auch gerne mal irgendwann dann Vollmondkiten vielleicht machen. Mal schauen, ob es dann überhaupt Wind hat, weil angekündigt ist, glaube ich, nicht so viel. Wenn ich euch filme, sieht man einfach nichts. Nur schwarz. Echt? Wenn jetzt die nächsten Abende kein Wind ist. Heidert aus. Wow. Wow. Die ätherischen Öle. Bestimmt. Pass auf, dass es nicht darüber springt. Genau da liegen nämlich die restlichen Zweige, falls ihr es sehen könnt. Jesus, das Harz brennt gut. Ein Glück zieht der Rauch raus aufs Meer und wir räuchern nicht alle ein, die da sonst noch so campen. Zum Glück haben wir es nicht neben unserem Zelt gemacht, wie wir es vorhin geplant haben. Oh ja, stimmt. Wir wollten es erst nämlich hier oben machen. Und da ist ja direkt unser Zelt. Und dann hätten wir heute Nacht richtig im Rauch geschlafen. Ich habe übrigens irgendwie eine Bindehautreizung oder so. Meine Augen fühlen sich an, als hätte ich Sand drin und ich habe schon so Augentropfen genommen, aber die sind nur homöopathische. Das heißt, die knallen nicht ganz so rein. Meine Augen jucken. Ich würde am liebsten die ganze Zeit so ganz heftig reiben, aber das sollte man ja vermeiden. Und das ist sehr, sehr hart. Nur um euch mal so zu updaten. Wir liegen im Bett. So, das Feuer war echt cool. Also bedenkt, wenn ihr auch ein Lagerfeuer in der freien Natur machen wollt, haltet genügend Abstand zu trockenen Wiesen und Büschen und so weiter. Gerade wenn ihr das irgendwo im Süden macht oder Ausland, in Spanien, ja, Frankreich, Portugal. Ihr müsst auch eigentlich aufpassen in Griechenland, weil auf Paros zum Beispiel haben wir auch mal ein Feuer gemacht, beziehungsweise wir haben nicht mal ein Feuer gemacht, aber wir hatten nur Fackeln an und dann kam sofort die Feuerwehr und so, oh, where's the fire, where's the fire? Also sie haben ultra Panik vor so Waldbränden und genau. Hier auf Limnos ist halt nicht so viel und ich glaube, die hatten noch keine schlimmen Waldbrände hier, soweit ich weiß. Ja. Und deshalb ist es hier ein bisschen entspannter, aber man muss ja trotzdem mega aufpassen, dass man nicht irgendwie im Trockenen irgendwo ein Feuer macht, sondern echt vorsichtig vorne sein. Vorne am Meer in einer Grube irgendwie mit nichts außenrum und nur Sand oder so. Und auf jeden Fall war mir jetzt voll kalt und unsere ganzen Klamotten stinken und deswegen sind wir jetzt mit. Der Wind ist immer noch nicht da, im Zelt ist es aber schön kühl und wir schlafen jetzt. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis dann. Tschüss. Tschüss.